Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 2010 hat die SPD Berlin ihren Rekommunalisierungskurs eingeleitet mit einer Arbeitsgruppe unter Leitung des heute regierenden Bürgermeisters Michael Müller. In der Folge hat sie Ziele benannt, ein starkes Stadtwerk, das Gasnetz zu 100% in Landeshand und allen voran das Stromnetz zu 100% in Landeshand. Der Geburtsfehler dieser Strategie war, dass Sie Rekommunalisierung als Selbstzweck gesehen haben und keine konkreten energiepolitischen Ziele damit verbinden konnten. Es ist heute nach 5 Jahren Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen, meine Damen und Herren. Und da muss man sehen, beim Gasnetz haben Sie eine doppelte Niederlage kassiert vor Gericht. Die Vergabe sei rechtswidrig, das Angebot des Landes darüber hinaus ungültig. Beim Stromnetz haben Sie derartige Fehler im Vergabeverfahren gemacht, dass Senator Nussbaum das Verfahren selbst gestoppt hat vor 8 Monaten. Und bis heute ist es nicht wieder aufgenommen. Beim Stadtwerk haben Sie sich für eine Bonsai-Lösung entschieden, 6 Windräder bis 2016. Viele Dörfer in Schleswig-Holstein produzieren mehr als diese Stadtwerke Berlin à la SPD. Zusammengefasst, die SPD-Rekommunalisierung ist gescheitert. Das muss man heute mal so festhalten. Und Sie wissen das selber, Sie haben einen stillschweigenden Strategiewechsel eingeleitet. Statt Rekommunalisierung wollen Sie jetzt gemeinsame Sache mit den großen Konzernen machen. Genau das ist das Ziel, genau das ist das, was Ihr Senator gerade verhandelt, was der regierende Bürgermeister mit Herrn Theissen von der E.ON besprochen hat. Wie kriegen wir gemeinsame Unternehmen von Land Berlin mit der E.ON, mit der Vattenfall hin? Das ist im Moment Ihr Ziel, das ist der stillschweigende Strategiewechsel. Und das wollen Sie uns am Ende dann als Rekommunalisierung verkaufen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Oberg. Ja, sehr gern. Vielen Dank. Herr Schäfer, wie sind denn Ihre Anträge, die in dem Kontext Energie hier immer wieder gestellt wurden, zu verstehen, in denen es dann doch sehr deutlich wurde, dass Sie vor allem Interessen von Unternehmen mit im Blick haben? Ist es so, dass Sie eigentlich nicht von Anfang an mit großen Konzernen gemeinsame Sache machen, beziehungsweise die Sache der großen Konzerne machen wollten? Herr Oberg, ich bedanke mich für diese Frage und ich kann das sehr klar beantworten. Wir wollen keinen gemeinsamen Konzern mit der E.ON machen. Wir wollen keinen gemeinsamen Konzern mit der Vattenfall machen. Das ist eine ganz klare Antwort. Und da wollte ich an Sie mal die Frage stellen. Ich würde mir von Herrn Ströter jetzt auch mal eine Antwort auf Ihre Frage wünschen. Das würde mich nämlich interessieren, weil ich habe den Eindruck, bei Ihnen geht es in die andere Richtung. Und die Konzerne sind dazu bereit. Die finden das sehr spannend. Warum finden die das so schön? Weil sie ihre wirtschaftlichen Interessen mit Unterstützung des Landes als Mitgesellschafter besser durchsetzen können. Weil sie einen Informationsvorsprung gegenüber dem Land haben und schön einen Teil der Gewinne am Land vorbei über irgendwelche Servicegesellschaften rausziehen wollen. Weil sie die Beteiligung des Landes vor unangenehmer Klimapolitik schützen kann. Wenn das Land beteiligt ist, macht es dann noch die unangenehme Wärmenetzregulierung, die wir brauchen? Oder denkt es dann eher an seine eigene Kasse? Da kennen wir doch das Beispiel. Wir wissen es doch. Gemeinsame Unternehmen des Landes mit den großen Energiekonzernen oder großen Konzernen, damals war es die RWE mit dabei, die sind deshalb so spannend für die Konzerne, weil dann die wirtschaftlichen Interessen des Landes auf einmal deckungsgleich werden mit denen der Konzerne. Und wer wird geschröpft? Wir haben es bei den Wasserbetrieben gesehen, die Bürgerinnen und Bürger, gemeinsam von Land und Konzern. Und dieses Modell Wasserbetriebe, das wollen Sie jetzt gleich mehrfach wieder neu auflegen. Bei der GASAG reden Sie mit E.ON, GDF und Vattenfall, wie das Land dick einsteigen kann und wollen uns dann als Stadtwerk das verkaufen. Die Angebote von Vattenfall für den Einstieg des Landes bei Stromnetz und Fernwärme liegen schon vor. Und wenn Sie das Stromnetzvergabeverfahren nicht zurück auf Null setzen, dann wird Ihnen gar nichts anderes übrig bleiben, als mit der Vattenfall gemeinsame Sache auch da zu machen und auch da das Modell Wasserbetriebe machen. Herr Buchholz, Sie müssen sich gar nicht so aufregen. Wir haben doch was gemeinsam. Wir Grüne wollen auch ein starkes wirtschaftliches Engagement des Landes für die Energiewende, weil wir wissen, es geht nicht ohne ein starkes wirtschaftliches Engagement. Aber wir müssen uns doch überlegen, wie wir das machen, damit wir die Energiewende auch voranbringen. Und da sieht man doch, Berlin hat genug Unternehmen, die ihr Geld damit verdienen, fossile Energien zu verkaufen. Berlin braucht ein Unternehmen, das sein Geld damit verdient, dass es fossile Energien verdrängt. Das braucht Berlin. Und da liegt die Aufgabe des Stadtwerks. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass wenn Sie gemeinsames Unternehmen machen mit der E.ON,
dass die dann Energieeffizienzdienstleistungen glaubhaft anbieten können. Die verdienen ihr Geld doch damit, dass Energie ineffizient verwendet wird. Die Vattenfall verdient doch ihr Geld damit, dass zu viel Wärmeenergie ineffizient verwendet wird. Das ist doch nicht der Partner für Energieeffizienzpolitik, für ein gemeinsames Unternehmen. Wir müssen diesen Konzern was entgegensetzen mit einem eigenen starken Stadtwerk. Das ist das, was wir hier wollen. Und ich sage Ihnen mal eins, wir brauchen eine Menge Investitionen. Wir brauchen eine neue Klärschlammverwertungsanlage. Und die ist nicht zu haben zu den Eigenkapitalrenditen, mit denen eine E.ON, eine Vattenfall oder eine Gaz de France rechnet. Weil das sind kleine Renditen, die man da erwirtschaftet. Und genau dafür brauchen wir das Land. Und genau das kann das Land leisten. Das können Sie aber nicht leisten, wenn Sie mit denen zusammen die Unternehmen machen. Weil die werden darauf bestehen, auf ihren Renditen von 8-12% und eine solche Rendite nicht akzeptieren. Meine Damen und Herren, beim Stadtwerk wird in dieser Legislaturperiode nichts mehr laufen. Gerade haben Sie unseren Vorschlag abgelehnt, den Etat zu erhöhen. Das Gasnetzverfahren ist in die Grütze gefahren, das ist nicht mehr zu retten. Und beim Stromnetz haben Sie das Verfahren verpatzt, aber da gibt es noch eine Chance. Und darauf zielt der Antrag der Linksfraktion, den wir heute beraten, darauf zielt eine Forderung, die die Opposition schon lange erhebt. Stellen Sie das Stromnetzverfahren zurück auf Null. Es hat im Moment, ist da quasi kein Wettbewerb mehr da. Da ist ja Vattenfall nahezu der Einzige, der es noch haben will im Moment. Und die Bürgerenergie auch. Aber Herr Buchholz, wenn Sie wollen, dass das Land Berlin eine Chance darauf hat, dann müssen Sie doch die Konsequenzen aus dem Gasnetzverfahren ziehen. Dann müssen Sie das Stromnetzverfahren auf Null stellen. Sonst haben Sie da keinen Wettbewerb. Wir wollen das Stromnetz der Vattenfall entreißen, und zwar rückstandsfrei. Und dieses Bekenntnis, das würde ich von Ihnen auch gerne hören. Und dann werden wir nämlich sehr schnell dabei landen, dass wir das auf Null zurücksetzen. Und darum geht es heute. Und darum bitte ich Sie, sonst laufen wir auch da in diesen gefährlichen Mischkonzern, der dem Land Berlin nichts bringt.